Na komm. Hallo und herzlich willkommen zu GTA 5. Wir haben den Johnny gerade mal aufgegabelt. Weil er mit seinem Dings gegen Haus geflogen ist, mit seinem Flugzeug. Ja. Oh. Ey, jetzt geht's, jetzt fährt er. Toll. Hoffentlich folgt er uns. Sonst springst du ab und kommst bei mir Nee, drauf. er lässt mich fahren. Echt? Ja, schwimmt aber, glaube ich, zum Ufer, oder? Will er wieder aufsteigen? Nee, er steigt wieder auf. Er ist extra runtergesprungen. Wie das Damit ich fahren kann. aussieht, Alter. Ich würde das gerne als Thumbnail nehmen, aber ich habe ja noch schon ein Thumbnail. Was auch nicht so schlecht aussieht. Da könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Was wollt ihr lieber? So Thumbnails, die vom Spiel sind oder so die gleichen Thumbnails wie bei GTA jetzt? Könnt ihr mir mal schreiben bei Facebook, sonst wo? Hast du die Markierung noch? Ich habe keine. Nee, egal, ich weiß ja, wo es ist. Gut. Ich meine, der Hafen, den findet man schon, wenn man im Wasser ist. Ich hoffe, wir finden das Boot. Ja. Das wäre echt schade, wenn ich. Das wäre cooler, Alter, wenn schau wir. mal die Sonne, ey. Ich will einfach nur eine Taucherausrüstung. Ich Boah. feier das so hart. Ja. Der typischen Pause. Hoffentlich markiert er jetzt nichts. Ja, ist doch egal. Wie Spaß das macht. Ich finde es cool, dass der Charakter nass wird jetzt auch beim Jetski fahren, obwohl der über dem Wasser ist. Also da kann man nichts sagen. Also bei GTA Online, da haben sie echt. Und vor allem recht bugfrei teilweise. So Glitches oder so. Ja, Bei GTA 4 hast du die wie Sand am Meer gefunden. das Gute ist halt für bei GTA Online, dass du halt immer wieder neue Updates rausbringen kannst. Und immer wieder verbessern kannst Ja. und was Neues reinmachen kannst. Und deswegen macht halt auch einfach echt Spaß. Da vorne ist der Hafen. Ah, ne, ist der Flughafen. Ich würde rechts fahren. Ja, gut. Was soll denn, du willst gegen den Flughafen fahren? Ich fahre über den Yay, Flughafen. yay, yay, yay. Springen. Oh, hast gesehen, die Welle, wie hoch die da am Strand war. Ich sagte, jeder, der in GTA Online meinen Namen liest oder so, der sagt immer, boah, Prophet. Sagt jeder. Tja. Ich glaube, keiner kommt auf die Idee. Ich meine, bei den Engländern, bei den Leuten, die Englisch sprechen, ist es was anderes. Die sagen normal Prophet. Ja, klar. Aber für einen Deutschen, weißt du, der sagt Prophet, was? Da kommt Hab von ich. den Deutschen kommt keiner auf die Idee und nennt mich Prophet. Ich habe am Anfang aber auch gedacht, dass es drauf geht halt. Ja, gut. Der Flughafen sieht von außen so hässlich aus. Ja. Das wäre geil, wenn man hier so eine Bar hätte, in Real, Alter. Ich wäre hier jeden Tag, glaube ich. Ja. Warte, ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, jemand hat mein Auto. Ich war schon mal vor. Nein, mein Auto steht ganz normal da in Sandy Shores. Finde ich cool, dass das Auto da gespeichert bleibt. Ja. Dass es nicht despawnt. Jetzt muss ich gucken. Ah, noch um die Ecke rum. Hoffentlich denkt er nicht, wir fahren einfach nur rum und springt ab. Linde 10 hat das Spiel verlassen. Ja, ein Baum weniger. Toll. Oh Gott. Ah. So, hier irgendwo laut ihm. Entweder rechts oder links von dem, ich weiß jetzt nicht Ich würde mehr. sagen links. Ich fahre mal rechts, du kannst ja mal links fahren. Gucken wir beide mal, ob wir was sehen. Irgendwas Gelbes. Nee, das ist so eine Müllpresse. Nein, 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 nein.
steht nur ein Schiff. Ja. Hilft uns leider nicht so viel. Ist nicht auf dem Schiff eins? Auf dem Schiff. War das nicht irgendwie so? Also ich sehe jetzt so nichts. Ich kann mir das Video auch mal komplett angucken. Ich habe einfach nur am Anfang gesehen, wie er da drauf gezeigt hat. Ja, du kannst ja gucken. Geh mal hin. Ja, warte mal. Ich will erstmal hier suchen. Hier oben steht ein Segelboot, aber leider nicht im Wasser. Leiter. Hier drin ist auch nichts. Ich gucke hier gerade in so eine Art Schleuse, aber hier ist sowas meistens. Ich frage mich, kann man die Segelboote, die da oben stehen, vielleicht ins Wasser herablassen irgendwie? Ja, aber mit dem Cargo-Boot. Ich muss mir die Textur von den Booten angucken. Ich glaube, hier ist kein Boot. Vielleicht muss man da auch zu tauchen. Ich bin ja auch mittlerweile ganz woanders. Ich bin immer noch hier im Hafen. Ah, ja, ich bin auch im Hafen, aber wo ganz woanders. Ich habe jetzt diesen Ableger hier untersucht, aber ich sehe erstmal nichts und bin wieder runter vom Jetski geflogen. Okay, wir treffen uns mal vorm Hafen, ich komme mal. Ja, ich bin jetzt genau in meiner Markierung. Soll ich mal mitnehmen wieder, oder? Ja, ich will wieder. Geh auf Pause und guck mal, ob du irgendwie was findest. Ja, ich gucke mal das Video an. Parkst du bei anderen? Wie? Auf der Map sind zwei Leute neben dir. Ja, kann sein. Warte, er geht da. Er geht ins Gebäude rein vom Hafen. Okay. Und da ist das U-Boot drinne. Ah, hätten wir uns auch eigentlich denken können, ne? Da ist nämlich so ein Wasserbad. Warte, ich spule nochmal zurück, wo genau das ist. Warte mal kurz. Das ist auch unglaublich, sowas mitten in der Aufnahme zu machen. Das ist so ein Pro-Gaming. Aha, der Ableiter. Rechts davon. Okay. Lebe ich noch? Ja. Nice. Hier rein? Nee. Warte mal. Hier rein. Komm mit. Irgendjemand ist bei mir wieder im TS. Ach, der Dumi ist wieder hinter uns. Ah, der Dumi. Was ja, ein. Mit dem gehen wir jetzt U-Boot tauchen. Der kleine Stricher. Wir brauchen aber vier U-Boote dann. Echt? Es geht immer nur eine. Nee, ja, da ist nur ein U-Boot. Ja, dann muss einer weg und dann irgendwann spawnt das nächste. Warte mal, wir müssen. Ach, der Dumi. Der ist irgendwie, weiß nicht. Aber der ist uns doch nachgejoint irgendwie, oder? Ja, weil ich ihn ja als Freund habe. Kann er mir einfach beitreten. Ah. Hier also, ist es. Soll ich dann das U-Boot zuerst nehmen? Nee, ich will. Du bist in der Aufnahme, gell? Ja, warte mal. Erstmal müssen wir das Gebäude. Weil dann verstehen die anderen vielleicht auch, was wir vorhaben. Stehen jetzt drin. Also ich bin in der Halle angekommen. Ich bin drin. Hier ist ein Cargo Bob. Die Halle sieht ja ganz anders aus. Aber hier tust du auch dein Schiff abholen. Also die Halle ist irgendwie die falsche. Hier ist eins. Ja, ich weiß, wo du bist. Ja, hier ist ein U-Boot. Hier kommt man da rein. Ich bin von vorne jetzt reingefahren. Der hält sie am Stacheldrahtzaun fest. Yay. Huch, da flimmert so. Ah, macht das Stoppding einfach auf, oder wie? Ja. Hinter mir ist noch einer. Und zwar dieser Dings da. Johnny. Oh, da ist ein Gegner. Ja, hier ist Dingenskampf. Ja, du kannst ja so lange mal ein bisschen U-Boot fahren. Ja.
Ah, ich will nicht sterben. Ab ins Wasser. Ey, geil, der hat einen Köpfer gemacht. Okay, jetzt müssten wir wahrscheinlich wieder weggehen, bis ein U-Boot kommt, gell? Ja, ich fahre mal weg in der Zeit. Kann man da nicht zu zweit rein? Nein. Ist ja lahm. Das finde ich echt ein bisschen schade. Obwohl zwei Sitze drinne sind, aber man kommt nicht rein. Finde ich ein bisschen schade. Alter, was für Texturfehler hier sind. Ja, bei mir auch. Da, wo das U-Boot stand, ist bei mir ein Riesentexturfehler. Und ich komme nicht mehr aus dem Wasser raus. Ja, nicht nur da, mein Lichtkegel hier, ich sehe den richtig abgegrinst, nicht so schattig. Ich kann unter Wasser noch jemanden abstechen. Aber jetzt lasse ich mich erstmal ertrinken. So, ich bin oben. Ich bin tot. So, und ich hoffe, jetzt spawnt wieder eins. Nee. Ach, die müssen alle mal weg. Sonst kann natürlich kein spawnen. Warte, in welchem Becken war das? Nee, Das oder? Rechte. Ich bin reingefallen ins Becken. Das Rechte von dem Baum. Okay. Da kommt man irgendwie die Leiter nicht mehr hoch. Kommen die Leiter einfach nicht mehr hoch. Ach, wieder ertrinken gehen lassen. So. Dieser Johnny und der Domi, die müssen mal weggehen. Oder steig hier vorne in Cargo-Bob und verpiss dich. Ja, aber wenn die anderen da sind, spawnt auch keins, oder? Ja, nee, aber die steigen, denke ich mal, mit ein. Ja, warte, ich bin jetzt ins Auto gestiegen. Auch Domi hat es verlassen und Johnny ist gestorben. Gut. Ja, ich hole mal draußen ab. Bin auch gleich tot. Ich bin tot. Während ich warte mal hier auf dich, ich guck mal was. Warte, jetzt steht ein Jetski da. Weil ich habe eine Idee, dann komm du zu mir zum U-Boot, ich gehe in den Cargo Bob und dann fliege ich wieder her und hol mir eins. Ja, oder so. Warte mal. Das Problem ist halt, dass der Johnny da ist, gell? Scheiß drauf. Nee, dann kann kein spawnen. Ach, der wird sich dann schon verpissen, wenn wir weg sind. Wenn du meinst. Also ich gehe jetzt erstmal in Jetski und komme zu dir. Hey, wo ist jetzt der Jetski? Der war doch gerade eben noch da hinten. Ach, ist dein Jetski. Das kann sein, ja. Du hast den weißen, gell? Ja, weil ich schon gerade sagte. Ich gucke hier wie so ein Delf wie so eine Krabbe mit so eine Krabbe aus dem Wasser. Hallo. Hallo. Jetzt bist du irgendwo unten. Ja. Da schon wir? Ich steig aus, hoffentlich. Eigentlich dürfte das nicht sinken. Ich steig auch. Ich Ah, warte ich. hier, oben nochmal. Siehst du, Dumi, der wartet irgendwie da drinnen. Ist Ja, drinnen? die. Super. So. Ich guck mal, dass ich den Dumi irgendwie in den Cargo Bob krieg und du, Das ist der Johnny. Johnny. Geh mal Google und guck mal nach schönen Aussichten, wo man mit dem Ding tauchen kann. Obwohl, eigentlich brauchen wir das gar nicht. Ich weiß schon wo. Perfekt.
Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter weg mit dem U-Boot, oder? Ist ein Öltank Ah, Johnny drin? kommt schon. Ich bin 4 Meter, 3 Meter über dem Boden. Ich glaube, der ist hier noch im Gangkampf, weil der schießt. Ja, kann sein. Komm, Bro. Jetzt hat der Heli wieder so einen Hochdrall, vorne drei. Egal. Du kannst ja mit dem U-Boot, du kannst ja einfach da wieder reingehen und das U-Boot holen. Ja, auf, komm. Na also. Er hat's gerafft. Okay, ich dürfte weit genug weg sein. Ja, pass auf, ich gabel dich jetzt auf und fliege dahin und lass dich dort wieder ab und hol meins. Wenn du mich da ablässt, spawnt doch bestimmt keins, oder? Ach doch, stimmt, ich spawn ja so. Natürlich, wir sind ja dann ewig weit weg. Ja, dann, ich bin hier irgendwo mehr. Ich hab dich schon. Du musst nur oben bleiben. Ja, das ist gar nicht so leicht. Der geht immer von alleine runter. Gibt es hier irgendwie so einen Trick mit X nach oben? Ne, das war Viereck. Viereck. Hier bin ich. Jawohl. Hey, wo fliegst du hin? Wieder genau dahin, wo wir die Jetskis verlassen haben. Nein. Nicht. Da hinten ist die Halle mit den U-Booten, gell? Ich weiß. Ja, warum? Ich bring dich dahin, wo wir mit den U-Boots tauchen wollen. Ach, dann holst du dein eigenes U-Boot, oder wie? Genau, dann fliege ich wieder zurück, du wartest in der Zeit und dann geht's weiter. So, liebe Freunde, ich mache ab hier mal einen Cut. Wir haben schon 20 Minuten. Jetzt hinfliegen, das zu zeigen, würde langweilig werden. Ja, wir machen jetzt einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge dann mit zwei U-Booten, ne? Jo, bis Gut. nächstes Mal. Tschüss.